Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, so einen vollen Saal zu sehen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich muss Ihnen auch nicht erzählen, was in diesem Land schief geht. Das wissen Sie selbst. Ich komme aus Sachsen, Sie kommen aus Mecklenburg. Wenn ich Sie sehe, dann haben Sie alle nach 1990, die meisten von Ihnen, umlernen müssen. Und Sie haben schwere Zeiten gehabt. Ich würde mich nicht wundern, wenn viele von Ihnen zwei, drei Mal ihren Arbeitsplatz verloren haben und neu anfangen mussten. Wenn viele von Ihnen gependelt sind, wenn viele von Ihnen gearbeitet haben unterhalb ihrer Qualifikation. Die DDR ist nicht kaputt gegangen, weil sie schlecht qualifiziert war. Sie ist kaputt gegangen, weil sie schlecht gemanagt war. Aber viele von Ihnen mussten unter ihrer Qualifikation arbeiten. Und jetzt sehen Sie, wie das, was Sie sich mit Mühen erarbeitet haben, wie selbst das wieder kaputt geht. Sie sehen, wie Sie trotz eines Lebens mit harter Arbeit und Entbehrung eine Rente haben, die kaum zum Überleben reicht. Die Mehrheit von Ihnen hat mittlerweile Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung. Das ist die Realität. Dann sehen Sie, wie in Ihren Städten und Gemeinden Containerdörfer aufgebaut werden, wie Wohnungen requiriert werden für Leute, die hier nichts zu suchen haben und dieses nicht anpassen und denen man mehr Geld in den Hintern bläst, als Ihnen, die es sicher verdient haben. Das ist die Wahrheit, in der wir leben. Und die AfD ist längst über das Stadium hinaus, Ihnen das zu sagen. 2013, 2014, als man anfing, da musste man den Menschen noch klar machen, wie schwer die Situation ist. Denn es war noch nicht so schlecht und man konnte sich in die Illusion retten, es würde doch alles gut und wir wollen ja diese Illusion haben, alles wird gut. Denn wer gesteht sich schon ein, am Ende oder in der Mitte seines Lebens betrogen worden zu sein? Das Bier muss nicht dahin, das trinke ich schon hier oben. Wir haben heute eine andere Situation. Wir sind nicht mehr diejenigen, die Ihnen sagen, wie schlecht die Lage ist, das wissen Sie. Wir sind diejenigen, die Ihnen sagen, wie wir sie verändern. Sie sind alle am falschen Bahnhof angekommen. Jetzt geht es darum, das richtige Gleis zu finden, die Fahrkarte zu haben und den Zug einzusteigen, der wieder dahin führt, wo wir es verdient haben, nämlich als das, was wir sind, in einem Land zu leben, auf das wir stolz sind, das jedem so viel Wohlstand gewährt, dass er sein kleines privates Glück schaffen kann, das ihnen es schafft, dass sie sich ausdrücken können und ihre Meinung vertreten, ohne dass sie Angst haben, angezeigt zu werden, dass man ihre Stimme ernst nimmt. Und dass wir vor allen Dingen eine Regierung haben, die sie nicht vergisst, sondern die klar macht, ihre Sorgen sind das, was uns wichtig ist. Wir müssen wieder klar machen, dass es ein Land braucht, in dem Politiker irren können, in dem es auch schlechte Politiker geben kann, aber in dem doch zumindest jeder Politiker die Leute, die er vertritt, mag. Wo er sagt, ich bin Politiker für mein Volk und für mein Land, dann kann ich immer noch Fehler machen. Aber wer wie wir heute von Politikern regiert wird, die sagen, wir kennen kein Volk, wir dienen nicht einem Land, sondern der ganzen Menschheit. Und diejenigen, die zu meinem Volk gehören, die verachten wir, meine Damen und Herren, der wird immer eine falsche Politik machen und schalten Sie die Nachrichten an. Sie lügen viel, aber dass das die falsche Politik ist, das kann man selbst dann rauskriegen, wenn man immer noch ARD und ZDF schaut. Und jetzt komme ich natürlich von einer Ebene, die wir alle nicht besonders mögen, die EU, weil in der Tat die EU natürlich genau die Institution ist, die für genau das steht, worüber wir schimpfen. Für eine Politik, die von jedem Land, jedem Volk und jedem Menschen völlig entkoppelt ist. Das Raumschiff Brüssel hat mit Ihnen nichts zu tun. Und die Leute, die ich jeden Tag sehe, wenn ich durch die Flure des Parlaments komme, die sehen alle anders aus als Sie, die mögen Sie auch nicht. Die haben mit Ihnen nichts zu schaffen. Und eigentlich würden sie lieber ein Land haben, wo es sie gar nicht gibt. Die EU ist so weit entfernt, dass sie überhaupt nicht mehr versteht, was ihnen auf den Nägeln brennt. Und wenn Sie diesen EU-Politikern mal was sagen wollen, dann wissen Sie nicht mehr, wo Sie die finden. Denn die Landtagsabgeordneten, den können Sie immer entgegenhalten, mein Lieber, ich weiß, wo du wohnst. Das wissen Sie schon bei mir nicht. Aber erzählen Sie das mal meinen Kollegen aus Frankreich. Das heißt, ich komme nun genau aus der Institution, die Sie alle zu Recht nicht mögen. Und doch bin ich heute hier, um Ihnen klarzumachen, dass die Vorstellung, Sie müssten nur die Hände vor Ihr Gesicht halten
und dann würde die EU verschwinden, falsch ist. Diese EU ist leider extrem mächtig. Denn diejenigen, die in Berlin regieren, wissen, dass es einige Schweinereien gibt, die sie selbst in Berlin nicht durchsetzen. Und deshalb geben sie sie nach Brüssel, setzen sie durch und dann kommen sie zurück. Und die Abgeordneten im Bundestag und im Landtag können dann darüber beraten, wie sie diesen Unsinn umsetzen. Und deshalb müssen wir uns um die EU kümmern, weil zum Beispiel Einwanderung mittlerweile in Brüssel entschieden wird. Weil das Klima-Voodoo, das Ihnen hier gerade die Nebenkostenabrechnung durch die Decke gehen lässt und die Industrie zerstört, in Brüssel entschieden wird. Weil die Frage von Krieg und Frieden, und der Krieg ist zurück in Europa, natürlich etwas mit Brüssel zu tun hat. Wir müssen uns darum kümmern. Und wenn ich Sie doch nicht mal damit überzeugen kann, dann machen Sie sich eins klar. Am 9. Juni 2024 ist die erste Chance seit 3 Jahren dieser Bundesregierung, den Stinkefinger zu zeigen. Es ist die erste nationale Wahl. Und Sie müssen diesen Stinkefinger zeigen, denn eins ist auch klar, das Einzige, was diese Leute fürchten, das Einzige, wovor sie Angst haben, das Einzige, was dazu führen kann, dass sie wenigstens überlegen, etwas falsch gemacht zu haben, ist ein starkes AfD-Wahlergebnis. Die verfolgen uns doch nicht. Die erfinden doch nicht diese falschen Nachrichten von irgendeinem lächerlichen Treffen in Potsdam. Die hetzen uns doch nicht den Inlandsgeheimnis auf den Hals, weil wir ungefährlich sind, sondern weil wir diejenigen sind, die dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und wenn wir es vom Kopf auf die Füße stellen, dann ist ja für diese ganzen Leute, die überhaupt nichts können, die keine Berufsausbildung haben, die man ja noch nicht mal einstellen würde, um als Leiter eines McDonald's-Restaurants zu arbeiten. Für all die Leute ist doch kein Platz mehr. Sie müssten ja plötzlich anfangen, ehrlich zu arbeiten. Und weil sie das nicht wollen, weil sie Angst davor haben, dass ihr Geschäftsmodell kaputt geht, deshalb verfolgen sie uns. Und deshalb müssen wir ihnen die rote Karte zeigen. Weil man kann sich nicht von Idioten regieren lassen und glauben, das Land wird gewinnen. Meine Damen und Herren, um das Ganze mal zu illustrieren und ein bisschen Humor gehört ja zu jeder Veranstaltung, denken Sie an Ricarda Lang. Sie lachen, aber Ricarda lacht auch, denn Ricarda regiert uns. Und wenn wir als größte Wirtschaftsnation Europas, das wir immer noch sind, als ein Land mit unserer Wichtigkeit und Bedeutung, mit 80 Millionen Einwohnern, es uns allen Ernstes leisten, dass eine Ricarda Lang, die nichts kann, außer dass sie viel isst, dass die uns regiert, meine Damen und Herren, dann muss man sagen, es ist bemerkenswert, dass es hier immer noch so gut aussieht. Sowas kommt von sowas. Und wenn wir das Land ändern wollen, brauchen wir Politiker, die nicht zum einen uns mögen, das tut Ricarda auch nicht, aber die zumindest imstande sind, über das, wovon sie reden, Bescheid zu wissen. Und auch das tun sie nicht. Und genau darum geht es, dass wir endlich dieses Land wieder von Erwachsenen regieren lassen. Dass wir Politiker nicht danach aussuchen, dass sie selbstbewusst zu ihrem Übergewicht stehen. Ich stehe auch selbstbewusst zu meinem Übergewicht. Aber dass sie obendrein auch in Lage sind, 1 und 1 zusammenzurechnen und dass dann bitte schön 2 rauskommt und nicht 3456. Und damit wir das mal konkret fassen und damit Sie auch sehen, dass es bei uns durchaus zu mehr reicht als zu Kritik, merken Sie sich 4 Punkte. Alle unsere Gegner, von den Grünen bis zur CDU, verfolgen 4 große Themen. Und diese Themen heißen Klima, diese Themen, das zweite Thema heißt Gender, das dritte heißt Einwanderung und das vierte heißt Krieg. Das sind die großen Themen aller unserer Gegner in verschiedenen Schattierungen. Und die AfD antwortet auf Klima mit Wohlstand, auf Gender mit Familie, Einwanderung mit Volk und auf Krieg mit Frieden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir mit dem Klima-Voodoo an. Meine Damen und Herren, wir haben also jetzt unsere Energiepreise vervierfacht. Wir erklären, dass die wichtigste deutsche Industrie 2035, die Autoindustrie, keine Verbrennermotoren mehr herstellen darf. Wir sagen, dass alles, wo wir irgendwie Kohlenstoff in Kohlendioxid
und Wasser verbrennen, dass all das abgeschafft werden müssen. Damit ist der Wohlstand nicht zu halten. Das war's. Die Grünen sagen das immerhin ehrlich. Man muss ihnen fast dankbar sein. Sie verklausulieren es etwas. Sie sprechen vom Degrowth. Das ist das Wachstum nach unten. Auf Deutsch schrumpfen. Sie sprechen davon, dass Sie kein Privatauto mehr haben. Es geht nicht darum, dass Sie Ihr kleines Auto in ein Elektroauto wechseln. Das können Sie gar nicht, viel zu teuer. Es geht darum, dass Sie keins mehr haben. Es geht darum, dass Sie nicht mehr in den Urlaub fahren, außerhalb einer Zone, die Sie mit dem Lastenfahrrad erreichen. Sie können auch an die Ostsee fahren, weil Sie in Mecklenburg leben. Aber schon der Balaton ist vorbei. Und Mallorca, das man nur mit dem Flieger erreicht, sowieso. Sie sollen kein Auto mehr haben. Sie sollen nicht mehr in den Sommerurlaub fahren. Und wenn Sie es geschafft haben, ein Haus sich zu ersparen in Ihrer Arbeitszeit oder eins geerbt haben, dann werden Sie jetzt mit einer Sanierungsauflage konfrontiert, die Sie nur aus einem Kredit finanzieren können. Aber diesen Kredit bekommen Sie nicht mehr, wenn Sie sich Ihren Lohnzettel anschauen, wenn Sie sich überlegen, wie alt Sie sind und wo die Zinsen jetzt sind. Sie werden also auch kein privates Haus mehr haben, sondern Sie werden, wie man es ganz offen sagt, nichts mehr besitzen. Und dann sagen die Grünen, und Sie werden glücklich damit sein. Ich sage, Sie werden die Klappe halten, weil Sie selbst das Wenige, was man Ihnen lassen wird, auch noch gefährden, wenn Sie eine eigene Meinung haben. Sie können nicht dieses Klima-Voodoo mit einem auch nur kleinen privaten Wohlstand verknüpfen, sondern Sie können sich entscheiden, wollen Sie Klima-Voodoo oder wollen Sie ein bisschen Wohlstand? Die Grünen sagen Ihnen das. Die CDU und die SPD, die lügen Sie an und sagen, Sie könnten das kombinieren. Meine Damen und Herren, Sie können Feuer und Wasser nicht kombinieren. Und deshalb sind wir ehrlich. Wir entscheiden uns für Ihren Wohlstand und wir muten Ihnen zu, dass Sie dann leider auf die Klimapolitik verzichten müssen. Ich finde das eine ehrliche Wahl und hoffe, dass Sie sich alle für Ihren kleinen Wohlstand entscheiden. Denn was haben Sie denn sonst? Was wollen Sie weitergeben? Was wollen Sie vererben? Und deshalb stehen wir für Wohlstand statt Klima. Das zweite große Thema, um das es sich immer geht, ist Gender gegen Familie. Ich schließe mich gerne an, liebe Petra. Wir haben im Deutschen Bundestag den Abgeordneten Markus Ganserer. Markus Ganserer ist Vater von zwei Kindern. Markus Ganserer hat ein Hobby. Er trägt gern eine blonde Frauenperücke und kleidet sich in die letzte Bordsteinschwalbe. Meine Damen und Herren, Markus Ganserer ist nicht Tessa. Markus Ganserer ist ein verkleideter Mann. Und das war es auch. Es gibt zwei Geschlechter. Und die haben sie mit ihrer Geburt bekommen. Entweder sie haben zwei X-Chromosome oder sie haben ein XY-Chromosom. Und wer immer Ihnen etwas anderes erzählt, ist ein Lügner oder ein Spinner. Und wir sollten weder Lügnern noch Spinnern unser Land überlassen. Familien sind aber auch deshalb wichtig, weil wir das, was hier aufgebaut ist, weitergeben müssen. Gehen Sie durch Teterow, schauen Sie sich die Kirche an, schauen Sie sich die Gebäude an. Das haben unsere Vorfahren nicht gebaut für sich selbst. Und wenn Sie mal mit mir mitkommen und Sie besuchen mich in Straßburg, am Sitz des Europäischen Parlaments, dann zeige ich Ihnen das Straßburger Münster. Da haben irgendwann mal im Hochmittelalter Leute angefangen, ein hochromanisches Querhaus zu bauen. Und sie wussten, wir werden das nie fertigstellen, diese Kirche. Auch unsere Kinder und Enkel werden es nicht fertigstellen. Die Enkel haben dann ein frühgotisches Längshaus gebaut und irgendwann hat man eine hochgotische Fassade gebaut. Diese Leute wussten, sie sind Teil einer Geschichte, die über die Generation hinausgeht. Sie sind Kinder ihrer Eltern. Sie tragen das, was ihre Eltern ihnen gegeben haben, in sich. Biologisch durch die Prägung. Ihre Eltern haben ihnen Märchen erzählt. Sie haben ihnen das Sprechen beigebracht und das Denken. Sie haben ihnen Werte vorgelebt, die sie von ihren Großeltern, deren Eltern, empfangen haben. Und meine Damen und Herren, wir verdanken unseren Eltern alles und hoffen, dass unsere Kinder dasselbe über uns sagen. Und deshalb sind unsere Vorfahren keine Verbrecher. Wir sind nicht ihre Richter, wir sind ihre Kinder und wir sind stolz darauf, in dieser Tradition leben zu können. Und das, was vertikal in den Generationen für uns alle gilt, das gilt auch horizontal unter uns. Wir gehören zusammen, wir erkennen uns, wir wissen, wir sind ein Volk. Hier und jetzt gewachsen, mit ähnlicher Geschichte, ähnlichen Idealen. Geeint durch Sprache, Kultur und Überzeugungen, durch den Wunsch hier an diesem Ort Teterow, das Beste für uns als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft herauszuholen. Und diese Verwurzelung
ist das Gegenstück zu einer Vereinzelung, die uns hier als Ideal vorgelebt wird. Wenn sie aber nur einzeln sind, jederzeit manipulierbar, wie ein Blatt im Wind, was gibt ihnen denn dann Halt? Dann müssen sie ja alles glauben, dann haben sie nichts, woran sie sich festhalten können. Wenn sie aber wissen, sie sind Teil einer Kette der Generationen in einer Gemeinschaft der Gleichgesinnten und Ähnlichen, dann können sie widersprechen. Und deshalb hasst das Establishment die AfD für nichts so sehr, als wenn wir vom Volk sprechen. Wenn wir daran appellieren, dass wir nicht Einzelne sind, sondern eine Gemeinschaft und dass diese Gemeinschaft es immer noch in den Griffen hat. Denen, die da von oben uns vergessen haben und uns zerstören wollen, die rote Karte zu haben. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes und nicht die Herrschaft der Bevölkerung, der Individuen oder der zufälligen Lebenden. Der Zentralbegriff ist deshalb, dass wir am Volk als einer Gemeinschaft festhalten, weil nur deshalb wir überhaupt noch eine Hoffnung haben, dass wir die Misere, in die wir hereingerutscht sind, ändern können. Und deshalb glauben wir an dieses Volk und wir glauben auch nicht, dass wir es durch Einwanderung oder Gender überwinden können, sondern wir glauben, dass wir selbst wieder Zuversicht fassen müssen. Wir brauchen mehr Kinder, meine Damen und Herren. Jeder vierte deutsche Mann, junge deutsche Mann, möchte keine Kinder haben. Was sind das für Männer? Wenn ich sage, echte Männer sind rechts, dann ist das zwar eine Beschreibung, aber es ist auch eine Aufforderung. Liebe junge Männer, steht zu euch. Es ist nicht schlimm, eine Familie zu gründen. Es ist eure Erfüllung. Wir brauchen Kinder. Wir brauchen aber auch echte Frauen, die Mut zum Leben haben. Wir brauchen ein Klima, das die Mutterschaft schützt und nicht auslacht. Die gesamte europäische Kultur basiert auf der Wertschätzung der Mutterschaft. Wie viele Kirchen, wie viele Gemälde, wie viele Statuen gibt es? Das ist nicht abstraktes religiöses Klimbim. Das ist für diese Generation eine konkrete Aufforderung, die Mutter zu ehren, sich für sie einzusetzen, sie zu schützen und immer zu wissen, Mutter und Kind ist die Zukunft für uns alle. Und auch damit stehen wir gegen alle anderen Parteien. Die Liebe zur Mutterschaft, das Weitergeben des Lebens. Und dann schauen wir uns doch mal an. Feminismus 2.0, Geschlechterwechsel jedes Jahr. Wir schauen uns an eine Welt, in der mittlerweile nahezu 50% der über 50-jährigen Frauen alleinstehend sind. Wir mehr Frauen mit Depressionen haben als Männer. In der es immer weniger Familien gibt, weniger Paare. Und in der uns die absoluten Fundamente dessen, was wir früher gelernt haben, was Zusammenleben ist, das nämlich auf jeden Topf und Deckel passt und dass es schon weitergeht, dass das ins Rutschen gerät. Wir wollen eine echte kulturelle Wende, weil wir wissen, dass Politik von Voraussetzungen lebt. Kulturellen Voraussetzungen, natürlichen Voraussetzungen. Und deshalb brauchen wir Familien und wir schämen uns nicht, sich für Familien einzusetzen. Für uns ist Familienpolitik immer noch Papa, Mama, Kind und nicht der Einsatz für irgendwelche absurden, sterilen Minderheiten. Und auch dafür lassen wir uns gerne angreifen. Und das machen wir nicht allein, das machen wir als Volk. Wir haben ja mittlerweile einen Überbietungswettbewerb, wie viele Einwanderer wir brauchen. 400.000 pro Jahr? 500.000 pro Jahr? Das Ganze über 10 oder über 15 Jahre? Wir haben 2,7 Millionen Einwanderer allein im Jahre 2023 gehabt. 2,7 Millionen. Die werden niemals imstande sein, sich auch nur selbst zu versorgen. Mal abgesehen davon, dass es schwer ist, sie hier zu integrieren. Sie gehören einfach nicht zu uns. Wer halb Kalkutta aufnimmt, der rettet nicht Kalkutta, der wird zu Kalkutta. Meine Damen und Herren, wir brauchen diese Leute nicht, auch wenn uns irgendwelche Eierköpfe das Gegenteil erzählen. Ja, wir haben Fachkräftemangel, aber wir haben Fachkräftemangel auch deshalb, weil wir Fachkräftezuwanderung haben. Warum? Wir brauchen eben mehr Sozialarbeiter, mehr Lehrer, mehr Polizisten. Bräuchten wir die, wenn wir nicht pro Jahr 2,7 Millionen Leute reinholen, nicht in dem Ausmaß? Und wo, bitteschön, werden diese Leute arbeitsmarktmäßig relevant, wenn wir zwar pro Jahr über 2 Millionen reinholen, aber jeder Gastwirt noch nicht einmal die Kellnerin, den Kellner findet. Es klappt einfach nicht, weil Menschen nun einmal verschieden sind und man kann einen deutschen Handwerker, man kann einen Elektriker, man kann einen Kfz-Mechatroniker nicht einfach ersetzen.
Wir alle tragen unsere Heimat, unsere Erbe, unsere Prägung in uns und auch der Afrikaner, der Syrer trägt es in sich. Er bleibt Afrikaner und Syrer auch, wenn er hier einwandert und harzt. Und er wird nicht zum ausgebildeten Mechatroniker. Wir machen doch einen 20-jährigen Analphabeten, der kein Deutsch kann, zu einem hochqualifizierten Handwerksgesellen. Und da rede ich noch gar nicht von Chefärzten und Raketentechnikern. Es ist völliger Schwachsinn, weil es übersieht, dass Menschen verschieden sind. Das Einzige, was passiert, ist eine Verarmung und dafür, dass wir unsere Heimat nicht wiedererkennen. Wer von euch nach Rostock fährt, nach Schwerin fährt, und da reden wir nicht von Berlin-Neukölln, von Hamburg oder vom Ruhrgebiet. Ist das noch Deutschland? Und genau deshalb lehnen wir diese Masseneinwanderung ab. Und lassen Sie mich das ganz klar sagen, Geheimtreffen hin oder her. Wir wissen, dass viele Menschen in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, vor allem nach Westdeutschland. Wir wissen, dass es viele gibt, die sich da auch eingepasst haben und ihr Glück hier geschafft haben. Sie sind herzlich willkommen. Sie sind unsere Wähler. Mit Ihnen gemeinsam bauen wir das neue Deutschland wieder auf. Es muss sich nicht der Enkel des vor 1960 eingewanderten Mehmet fürchten, der vielleicht gar kein Türkisch mehr kann, aber natürlich an seinen Traditionen festhält. Aber wer hier ist, kein Aufenthaltsrecht hat, straffällig wird, wer seit 6 Jahren hier ist und immer noch harzt und überhaupt sich nicht bemüht, eine Arbeit zu finden, wer hier einfach nicht ankommt, sich aber finanzieren lässt und dabei radikalisiert oder kriminalisiert, meine Damen und Herren, er muss raus. Er muss raus, damit dieses Land wieder leben kann. Und damit ist das Dritte, nämlich das Außenspektrum. Man wirft uns ja oft vor, warum redet ihr so viel über Außenpolitik? Nun, meine Damen und Herren, das müssten Sie in Mecklenburg wissen, weil die Außenpolitik über das entscheidet, was wir im Innen tun können. Wer hat denn Nord Stream 2 gesprengt? Das waren nicht die Deutschen selbst. Und es war auch nicht der Iwan. Und wenn Sie jetzt nicht sagen, mir nicht folgen wollen, wer es war, dann überlegen Sie mal, wer massiv protestieren würde, wenn eine AfD-geführte Bundesregierung käme und Nord Stream wieder aufbaut. Wer sich dagegen wehrt, dass es wieder aufbaut, war derjenige, der es zerstört hat. Das ist die Realität. Aber wenn wir aufgrund von außenpolitischen Verpflichtungen noch nicht einmal unsere Erdgaspipeline wieder aufbauen dürfen, und wenn auch klar ist, dass ohne diese Erdgaspipeline die deutsche Industrie nicht zu retten sein wird, weil eine produzierende Industrie, die im Weltmarkt bestehen will, nicht einfach mal die Energiepreise vervierfachen kann, dann wird Ihnen klar, warum Außenpolitik so wichtig ist und warum Tino Chrupalla so recht hat, wenn er bereit ist, wegen der Außenpolitik Konflikte in Kauf zu nehmen und sich angreifbar zu machen. Weil wir nicht über Reindustrialisierung, weil wir nicht über Migrationsstopp und Remigration reden können, solange wir außenpolitisch so eingeengt sind, dass es noch nicht einmal reicht, darüber zu entscheiden, wo wir unsere Energie kaufen. Und deshalb steht die AfD dafür, sich zu befreien von dem engen Korsett, dass man nur nach Westen sich orientiert, sondern hinzugehen, dass wir die Freiheit bekämpfen, unsere Abkommen und unsere diplomatischen Beziehungen in alle Richtungen zu machen. Wir wollen den Ukraine-Krieg auch deshalb so schnell beenden, nicht weil wir was gegen die Ukraine haben, aber weil der Verlierer dieses Krieges Deutschland ist. Dadurch, dass wir abgeschnitten sind von unserem Rohstofflieferanten, von unserem traditionellen Abnehmer, aber auch von einem Land, und das darf man, glaube ich, sagen, mit dem uns Jahrhunderte von kulturellem und persönlichem Austausch verbinden. Meine Damen und Herren, Russland ist nicht unser Feind. Wir werden außenpolitisch über die EU, aber auch durch diese furchtbare Frau Baerbock in eine Situation getrieben, dass unser wichtigster Außenhandelspartner, die Chinesen, in Zukunft hier mit Sanktionen beziehen, dass wir unseren Energielieferanten Russland nicht mehr als Energielieferanten haben und dass wir Schritt für Schritt ausschließlich nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch uns nach Westen orientieren und das zu Bedingungen, die leider für uns nachteilig sind. Eine Vervierfachung der Energiepreise, eine Verpflichtung für 100 Milliarden Euro nachzurüsten, das, meine Damen und Herren, dient nicht Ihrem Wohlstand. Es dient Leuten, die mit Ihnen nichts zu tun haben. Aber es geht immer darum, dass Sie wieder anständig leben. Und deshalb müssen wir außenpolitisch kämpfen, auch wenn das
gerade im Westen oftmals schweres Stück Arbeit und Argumentationsnotwendigkeit ist. Und Sie sehen, die AfD macht es sich nicht leicht. Wir sind keine Populisten, die Ihnen nach dem Mund reden. Sie kriegen von uns Botschaften, die Ihnen vielleicht nicht gefallen. Gerade in der Außenpolitik, auch in der Migrationspolitik. Hier in Mecklenburg kein Thema, aber natürlich wird es auch in 100 Jahren noch Türken in Deutschland geben. Und die es dann gibt, werden auch zu uns gehören. Gewöhnen wir uns dran. Wir können nicht alles ungeschehen machen. Vielleicht wollen wir es auch nicht, sondern sagen, wir nehmen es mit, wir schauen nach vorn. Das, was wir vorhaben, ist ein Land oder ist eine Politik, die auch Härten haben wird. Man kann nicht 20 Jahre in die falsche Richtung gehen, es gerade drehen und denken, das wird ohne Diskussion, ohne Härten, ohne Anstrengung gehen. Und was wir Ihnen sagen ist, wir glauben an Sie und wir glauben an die Kraft, die noch in Ihnen steckt. Wir glauben daran, dass Deutschland etwas ist, was so stark ist, dass es in Ihnen auch so viel Leidenschaft und Liebe und Patriotismus entflammen kann, dass Sie bereit sind, nochmal in die Hände zu spucken und anzufassen. Wir appellieren daran, dass Sie bereit sind, für die Zukunft, auch für das Wohl Ihrer Kinder, nochmal zu opfern, zu arbeiten und sich anzustrengen. Wir geben Ihnen Ihre Würde zurück und ein Vaterland, auf das Sie stolz sein können, aber mit einem Weg, der nicht leicht sein wird. Aber die Alternative ist Niedergang, Selbstverneinung und ein Land, das vielleicht auch Deutschland heißt, aber mit dem, was Ihre Vorfahren aufgebaut und an Sie weitergegeben haben, nichts mehr zu tun haben wird. Und deshalb bitte ich Sie, sich klarzumachen, dass wir in einer ernsten Situation sind und entsprechend dieses Ernstes zu handeln. Es kommt auf Sie an. Wir retten Deutschland nicht in Berlin-Mitte, in den Bürotürmen Frankfurts oder in der Innenstadt von München, aber wir retten Deutschland in den kleinen und Mittelstädten, gerade in den neuen Bundesländern, wo noch Bewusstsein da ist. Wir retten Deutschland mit den vielen einfachen Menschen, die vergessen werden. Wir retten es mit Ihnen. Machen Sie was draus, stehen Sie auf, lassen Sie sich nicht belügen. Und das Allerkleinste, das wirklich Allerkleinste, gehen Sie am 9. Juni wählen und wählen Sie die AfD. Vielen Dank.